Herzlich willkommen, wenn ihr euch für den ersten Stapel bzw. diesen wunderschönen Erdbeerquarz entschieden habt oder das Muse-Tarot, das Musentarot. Ja, Eclipse-Season. Wir haben einen Vollmond in der Waage, gleichzeitig eine Mondfinsternis. Das läutet die diesjährige Finsternissaison ein, wie man auf Deutsch sagen würde. Auf Englisch sagt man Eclipse-Season. Und die erstreckt sich jetzt erstmal 2 Wochen lang bis zum 8.4. Da haben wir eine Sonnenfinsternis im Widder, die von uns aus nicht zu sehen ist, sondern nur, ich glaube, von Mexiko aus und Kanada, wenn ich mich recht entsinne. Einen Einfluss hat sie aber trotzdem. Und ja, dieses das karmische Moment in dieser Reading, in diesem Reading setzt sich zusammen daraus, dass wir, wie gesagt, Vollmond, Mondfinsternis, Waage, Sonnenfinsternis, Widder haben und gleichzeitig unsere kollektiven Mondknoten sich ebenfalls südlich in der Waage und nördlich im Widder befinden. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, einige karmische Themen sich anzuschauen. Wie es mir scheint, seid ihr hier auch schon voll dabei. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr auch um die Finsternisgeschichten wisst. Der Mond ist für euch als erstes aufgetaucht, als erste Karte. Hier habe ich ihn nochmal, hier habe ich ihn nochmal. Also zumindest habt ihr diesen Vollmond gespürt. Das mal Minimum, würde ich sagen. Vielleicht habt ihr lebhaft geträumt oder ja, habt vielleicht wenig geschlafen, konntet nicht gut schlafen, etc. Okay, so, ich steige mal ein mit den Sternzeichen. Ich habe hier einmal ganz starke Fische-Energie für euch, aber auch Krebs. Lass mich kurz schauen. Ja, alle Luftzeichen, Waage, Wassermann, Zwilling. So, und das war's auch erstmal. Dann habe ich hier noch einige Anfangsbuchstaben bzw. Initialen für euch von Personen, Orten, Themen etc. Hier habe ich einmal das L, ja, für die Liebe zum Beispiel. Dann habe ich hier das doppelte M, doppelte Buchstaben können hier eine Rolle spielen. Zweimal das M. Vielleicht geht es ja auch um Geldthemen. Money, money. Dann habe ich hier noch ein R. Ein Y. Und dann noch ein H. Ja, vielleicht ist dieses Thema auch schon seit dem Herbst bei euch, denn wir hatten letztes Jahr im Oktober, am 14. eine Sonnenfinsternis in der Waage. Es ist möglich, dass hier dieses Zyklische durchkommt, ne? Ein Thema, das letztes Jahr im Oktober begonnen hat oder da schon präsent war. Vielleicht eine Person, ein Thema, irgendetwas ist hier aufgetaucht, taucht jetzt nochmal auf und kommt vielleicht auch in der zweiten Hälfte dieses Zykluses dieses Jahr wieder zum Vorschein. Wir haben nämlich nochmal eine Sonnenfinsternis in der Waage am 2.10. Dieses Jahr. Also dieses Jahr im Oktober, ne? Ihr seht schon, da entwickelt sich was und wir könnten auch noch weiter zurückgehen und wir könnten auch noch weiter nach vorne gehen, ne? Mit diesen Themen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ihr könnt da gerne mal recherchieren, wenn euch das interessiert. Vielleicht kennt ihr euch da auch schon gut aus. So, dann habe ich hier das Kind als, ja, entweder hast du selbst Kinder, bist gerade dabei, eine Familie zu gründen oder Kinder spielen in dieser Thematik eine große Rolle. Ich habe hier auch den Narren liegen, also Neuanfänge können hier auch eine große Rolle spielen, innere Kindarbeit. So, und dann noch das Wurzelchakra, ganz wichtig, hier haben wir es auch drin. Selbstvertrauen wird jetzt hier gesteigert mit dieser Eclipse oder soll zumindest in den Mittelpunkt gestellt werden. Ja, dieses Vertrauen in dich selbst. Auch hier haben wir es ein bisschen drin, finde ich. Und dann habe ich hier noch das Bild mit dem Haus und dem Baum. Das erinnert mich immer an so ein Bild, was meine Oma im Wohnzimmer hängen hatte. Vielleicht geht es hier ein bisschen um Ahnen oder um, ja, irgendwie, wo kommst du her, ne? Aus welchem Umfeld vielleicht? Vielleicht bist du aber auch auf der Suche nach einem Haus und einem Baum sozusagen, um dich niederzulassen, der Baum, als etwas Beständiges oder, man sagt ja auch so, jeder Mensch sollte in seinem Leben mal einen Baum gepflanzt haben. Also Vermächtnis, das war das Wort, kann hier eine Rolle spielen. Vielleicht schaust du auch gerade nach einem Stammbaum oder nach deinem Stammbaum, ne? Also so etwas von, ich habe hier so das Thema Verwurzelung, Ahnen, auch ein Zuhause suchen, vielleicht für die eigene Familie, für das eigene innere Kind. Okay, an dieser Position habe ich gefragt, was bringst du mit ins Reading? Welche Energien? Und du siehst schon zwei große Arkana-Karten, den Mond und den Narren oder die Närrin. Okay, das Thema Neuanfang ist hier sehr offensichtlich vertreten. Hier habe ich gefragt, um was geht es jetzt? Und das ist sehr interessant, weil die ist rausgefallen und wer das Mischen gesehen hat, die beiden sind zusätzlich rausgefallen. Sehr interessant. Hier habe ich gefragt, was kommt von außen dazu? Und an der letzten Position hier unten werde ich fragen, was kannst du tun, um diesen Prozess bestmöglich zu unterstützen, jetzt in den nächsten 2 Wochen oder vielleicht sogar bis zum Oktober diesen Jahres. Okay, beginnen wir mit dem Mond und der Närrin oder dem Narren. Du hast hier eine Angstschwelle überwunden. Ich weiß nicht, ob du die letzten Orakel hier auf diesem Kanal auch schon verfolgt hast. Es hat sich angekündigt und ich kann nur sagen, liebe Leute, herzlichen Glückwunsch. Diejenigen, die sich für dieses Orakel hier entschieden haben, haben diese Angstschwelle, die da aufgetaucht ist und vor der ihr oder wir als Kollektiv gestanden haben, erfolgreich überwunden. Und das ist keine Kleinigkeit, denn es geht hier wirklich auf einer ganz neuen Ebene weiter, ja? Wirklich bildlich hier auch nochmal schön dargestellt. Du hast es geschafft, hier eine alte Angst hinter dir zu lassen, vielleicht auch eine Komfortzone zu verlassen. Du hast irgendetwas getan, was untypisch für dich ist, was dich aber im letzten Endes befreit hat. Vielleicht hast du dich getrennt, vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen bezüglich deines Jobs, deines Umfeldes, vielleicht hast du dich entschieden, umzuziehen, eine Partnerschaft zu dich einzulassen oder eine Partnerschaft zu verlassen. Irgendetwas, was dir sonst Angst gemacht hat oder was dich geängstigt hat, etwas, was dich auch blockiert hat, hast du hier hinter dir gelassen und dich entschieden, hier die Leiter hochzuklettern und auf einer ganz neuen Ebene weiterzumachen. Herzlichen Glückwunsch. Das dürfte auch großen Einfluss haben auf deinen Selbstwert. Ja, also ich denke, wenn du dich im Moment in einer guten Phase befindest, stolz auf dich bist, weil du hier einen Sprung gewagt hast, den Sprung ins kalte Wasser, den Sprung ins Ungewisse, weil du hier eine Angstschwelle durch, naja, brochen klingt zu brutal, überquert hast, bist du jetzt wirklich stolz auf dich. Ja, in irgendeinem Lebensbereich hast du hier etwas geschafft, vielleicht hast du auch ein altes Muster, eine alte Abhängigkeit hinter dir gelassen. Auch das ist möglich. Vielleicht hast du eine Therapie abgeschlossen oder beginnst gerade eine. Ne? Es ist immer so die Frage, wo stehen wir gerade? Und oft ist es ja doch so, dass wir, wenn wir etwas Altes abschließen, wir etwas Neues beginnen. Sehr, sehr schön, ihr Lieben. Klopft euch bitte mal ordentlich auf die Schulter. Richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. So, okay, wenn du hier gerade noch in diesem Prozess bist und dich fragst, soll ich nicht, dann ist die Antwort relativ klar, ne? Bitte verlasse hier diese undurchsichtige Energie, die vielleicht manchmal auch, wie soll ich sagen, unseren Geist so ein bisschen verwirrt. Wir haben hier den Mond, der ist manchmal sehr hell wie der Vollmond und er leuchtet dann Dinge, manchmal, wenn er verdeckt wird von Wolken, oder wie auch jetzt vom Erdschatten, dann sehen wir nicht klar. Undurchsichtigkeit hat man mit dem Mond manchmal auch. Man kann nicht so richtig sehen. Und für diejenigen, die hier noch drin sind in dieser Energie, seid gewiss, es gibt einen Ausgang. Und der Ausgang führt durch eine Unbehaglichkeit. Durch einen Moment, wo wir uns nicht wohlfühlen. Und das ist der Moment, wie gesagt, wo wir unsere Komfortzone verlassen. Ja, und ihr seid Menschen, die gerade an einem Punkt stehen, wo sie das tun dürfen, können, sollen, ne? Weil es euch sehr gut tun wird. Es wird euch nicht schwächen, es wird euch nicht negativ beeinflussen. Im Gegenteil, es wird euch hier auf eine neue Ebene bringen und ihr könnt dann etwas unbelasteter weitermachen, weil ihr diese alte Angst überwunden habt, hinter euch gelassen habt. Wunderbar. Mit der Königin der Schwerter, um was geht es jetzt? Jetzt geht es darum, dass ihr wirklich eure Unabhängigkeit, euch eurer Unabhängigkeit bewusst werdet. Ja, wir sehen ja eine Eule mit einem Schwert in der Hand, sie fliegt hoch über den Wäldern, sie ist niemandem Rechenschaft schuldig. Wohin sie fliegt, geht nur sie was an. Wie sie ihr Schwert benutzt, geht nur sie was an. Und so ist es bei euch im Moment auch. Ihr dürft euch nochmal darüber bewusst werden, darum kommt die Königin der Schwerter, dass ihr sehr begabt seid. Mit Worten, im Denken, in der Analyse. Ihr seid wirklich messerscharf, wenn es um den Verstand geht. Sehr intelligent. Auch wenn du ein Mann bist, ne, lass dich von der Königin hier nicht irritieren. Es ist eine Energie, die da zu euch kommt. Beziehungsweise euch repräsentiert, zumindest habe ich so das Gefühl, dass das jetzt ein Persönlichkeitsanteil in dir ist, der lebendig sein möchte, der anerkannt werden möchte. Vielleicht hast du diesen Anteil in dir gefürchtet oder vielleicht wurde dir lange erzählt, dass du eben nicht intelligent bist, dass du vielleicht sogar dumm bist, dass du... Was kann man alles machen? Ja, vielleicht hast du in Schule schlechte Erfahrungen gemacht, an der Uni, in der Ausbildung mit deinen Eltern, Geschwistern, weitere Familie. Ja, da können negative Einflüsse da gewesen sein. In jedem Fall möchte jetzt hier die Königin der Schwerter gesehen werden als wirklich begabt. Mit Worten, mit in Schrift, alles was mit Kommunikation zu tun hat, kann sie ganz hervorragend. Sie kann super analysieren, etwas wirklich ganz genau unter die Lupe nehmen. Sie kann verschiedene Blickwinkel einnehmen und sie ist extrem unabhängig. Sie ist hier auch auf dem richtig rum rausgefallen. Das betont für mich immer diese Unabhängigkeit im Geiste, die die Königin der Schwerter mitbringt. Und darum geht es jetzt. Das ist eine Eigenschaft, die du kultivieren, die du schätzen lernen darfst an dir und auch, ne, falls das ein Thema ist, dich auch selbst anerkennen darfst in diesen Feldern. Und damit ist, wie gesagt, auch nicht, selbst wenn du keinen Schulabschluss hast, ja, das ist völlig egal, du kannst trotzdem eine Königin der Schwerter sein, denn Intelligenz hat nicht zwangsläufig etwas mit einem Abschluss zu tun, zum Beispiel. Oder dieser Abschluss muss auch nicht hoch sein, ja, um ein genialer Denker, eine geniale Denkerin zu sein. Ja, zum Beispiel Einstein ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Es gibt viele recht bekannte Genies, anerkannte Genies, die in Schule und Studium nicht gut abgeschnitten haben. Ne? Also lass dich davon nicht abhalten. Und auf der anderen Seite solltest du hier gute Noten gehabt haben in Schule, Studium, Ausbildung. Ja, wunderbar. Dann nimm das doch bitte als Bestätigung und spiel das nicht runter. Ne? Das machen wir dann ja auch gerne. Ja, ach, das war ja auch nicht so schwierig, bla bla bla. Mhm. Ja, also hier, bitte, Königin der Schwerter in dir anerkennen. Ja, du bist manchmal auch vielleicht sehr scharf mit Worten. Das ist die einzige Sache, die es hier vielleicht zu bedenken gibt. Es gibt Menschen, die sind sensibel und manchmal bist du vielleicht, wenn du in Fahrt bist mit deinen Worten, sehr scharf, sehr direkt. Und damit kann nicht jeder umgehen. Ich sage nicht, dass du dich verbiegen sollst. Ich sage nur, schau ein bisschen, sprich deine Wahrheit, ohne anderen unnötig weh zu tun. Ne, weil du kannst wehtun hier mit dem Schwert. Okay. Und was kommt dazu für dich? Und da, okay, habe ich die Liebenden auf dem Kopf. Das passt ja hervorragend zum Waagemond, der ja auch stark mit Beziehungen, Partnerschaften in Verbindung steht, aber nicht, ne, die Liebenden sind für mich hier nicht nur romantische Beziehungen, Beziehungen im Allgemeinen. So, und dann habe ich noch den König der Schwerter. Joa, da dürften sich jetzt hier einige, ne, wie es schon liegt, so, dürften sich jetzt hier einige getrennt haben, ihr Lieben. Von einem Partner, der vielleicht all das verkörpert hat, was ich dir gerade über dich erzählt habe. Ja, vielleicht war das etwas, was du in ihm oder ihr gesehen hast. In diesem Partner, in dieser Partnerin. Das kann aber auch ein Elternteil gewesen sein oder irgendjemand, eine Autoritätsperson, in die du das, was ich dir gerade erzählt habe, rein projiziert hast. Und die gute Nachricht ist, das tust du jetzt nicht mehr mit den Liebenden, sondern du nimmst diese Kraft wieder zurück zu dir. Du hast die Illusion erkannt, dass du das, was du hier vielleicht am anderen bewundert hast, und nochmal, es spielt jetzt hier für mich in diesem Moment gar nicht so die Rolle, ob das ein romantischer Partner ist, ein Elternteil, ein Chef, eine Chefin, Lehrer, Bruder, ne, und so weiter, Mutter, egal eigentlich, die Person war eine Projektionsfläche für dich, für diese Eigenschaften hier. Und vielleicht bist du noch gar nicht so weit, dass du sagst, ah, ach so, das steckt auch in mir. Ja, also wenn du hier jemanden angehimmelt hast oder bewundert hast für seine oder ihre rhetorischen Fähigkeiten, Kommunikationsfertigkeiten, für den Verstand, die Logik, etc. Alles, was mit Schwert, Kommunikation, Denken, Logik, Analyse zu tun hat, steckt in Wahrheit auch in dir. Du bist die Königin. Hier haben wir den König. Du bist hier auf derselben Ebene. Du bist auf demselben Level. Vielleicht geht es auch darum, zu erkennen, dass du hier mit jemandem auf derselben Höhe bist. Ja, du musst dich hier nicht verstecken. Du bist eine Königin, hier haben wir einen König oder umgekehrt. Das heißt, nicht Page, nicht Prinzessin, ja, sondern König, Königin. Sehr schön. So, kann natürlich auf eine Partnerschaft hindeuten, ne? Mit den Liebenden auf dem Kopf nochmal. Ich würde das hier wirklich so sehen, dass du dich hier unabhängig gemacht hast. Vielleicht auch von dem Urteil eines Partners. Oder einer Bezugsperson, ja, von jemandem, wo du immer, zu dem du immer gegangen bist, um dir ein Urteil abzuholen, merkst du jetzt, okay, ich brauche das gar nicht mehr. Ich kann meine Entscheidungen unabhängig treffen, weil ich hier diese vielleicht Co-Abhängigkeit abgelegt habe. Die Liebenden auf dem Kopf, ne? Wären sie andersherum, wäre die Deutung vielleicht auch eine andere. Aber im Moment geht es hier für dich erstmal darum, unabhängig zu denken, zu handeln, vielleicht auch zu leben. Zumindest mal eine Zeit lang. Sehr, sehr schön. Okay. So, das heißt auch nicht unbedingt, dass du dich trennen musst oder, ne, vielleicht hast du dich auch schon getrennt. Das ist, wenn du in einer glücklichen Partnerschaft lebst, um Himmels willen, trenn dich nicht, ne? Das ist natürlich nicht gemeint. Es geht dann vielleicht aber um einen Aspekt. Vielleicht hast du dich in einem Aspekt sehr abhängig gemacht von deiner Partnerin, von deinem Partner. Oder halt von einem anderen Menschen, ne? Und diese Abhängigkeit darfst du auflösen jetzt. Wunderbar. Und vielleicht war dir das gar nicht so bewusst, ne? Dass du dich relativ abhängig gemacht hast. Und das wird dir jetzt klar. Und allein schon dadurch, dass es dir klar wird, erfährst du hier eine Befreiung mit dem Narren. Du lässt hier etwas hinter dir. Sehr schön. So. Ich muss hier mal ein bisschen umbauen. Ja, komm, wir lassen ihn da liegen. Warum nicht? Warum nicht? So, okay, das freut mich sehr, sehr, sehr. Was kommt von außen dazu? Und da kommt die Nummer 13 mit dem Calcit und dem Mond, ne? Es ist wirklich, also ihr schießt hier den Vogel ab, was die Synchronizitäten angeht. Und da habe ich für euch die Transition, das Transitioning. Da kommt man von einem Zustand in den anderen. Und das ist der Zustand, der hier beschrieben wird, ne? Sehr, sehr schön. Wenn du einen Calcit hast, dann benutze den jetzt gerne als Unterstützung. Aber das ist auch nicht zwingend nötig. Du kannst auch zum Beispiel einen Bergkristall nehmen oder einen Stein, den du gerade zu Hause hast. Wir haben hier den Schmetterling abgebildet, der auch nochmal für mich diese Transition, sagen wir es auf Englisch, Transition, sehr schön verdeutlicht, ja, diesen Übergang von Raupe, Puppe, Schmetterling. Das ist der Vorgang, der hier stattfindet oder stattgefunden hat, je nachdem, wo du stehst. Und mit der 13 hier hast du irgendetwas hinter dir gelassen. Der Mond hat es auch schon gesagt. Irgendetwas, eine alte Angst, ein altes Muster, ein altes Beziehungsmuster, ne? Hast du hier hinter dir gelassen. Und dieses Beziehungsmuster könnte so ausgesehen haben, dass du dir in Partnerschaften, auch in Freundschaften oder im Beruf, in Beziehungen, im Allgemeinen vielleicht immer oder gern Menschen ausgesucht hast, die scheinbar sehr intelligent waren, eher rational und kühl, dir scheinbar überlegen waren in geistigen, intellektuellen Fähigkeiten, scheinbar, ja, und naja, hast dich an denen abgearbeitet, ne? Wolltest vielleicht auch etwas anderes von diesen Menschen, wolltest da eine emotionale Seite entdecken oder eine sinnliche Seite etc., wolltest hier hinter eine vermeintliche Maske schauen. Und es mag sein, dass es hier zum Teil auch noch mehr zu entdecken gibt. Wir haben hier die Poppies, die Mohnblumen unten in Rot für die Leidenschaft drin liegen. Aber manchmal möchte ein Mensch das einfach nicht preisgeben. Oder es ist nicht der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt, die richtige Situation etc. Es kann 1000 Gründe geben, warum dieser Mensch hier vielleicht diesen Teil von sich nicht preisgeben konnte oder wollte. Ja, und naja, du hast jetzt erkannt, okay, ich muss das, was ich hier auch bewundert habe, gar nicht im Außen suchen. Ich habe das selbst, Nummer 1. Nummer 2, damit wird dann oftmals auch so ein Mensch etwas weniger interessant. Wir lösen unsere Fixierung von auf jemanden. Ne, wir haben ja auch den Skorpion abgebildet, der, ach guck mal, der hat sogar hier die Blume in der Mitte. Das ist ja spannend, da. Ne, als wäre man hier fixiert darauf, etwas im Hintergrund Liegendes, im Unbewussten oder ne, irgendetwas aufdecken zu wollen, zu entdecken bei jemandem, heilen zu wollen vielleicht auch. Naja, und du hast jetzt erkannt, okay, das ist nicht meine Aufgabe, das kann ich vielleicht auch gar nicht. Das muss dieser Mensch auch irgendwie entscheiden, tun, machen, was auch immer. Und ich fliege hier meiner Wege mit meinem Schwert. Auch das ist absolut möglich, ne? Sehr schön. Also Leichtigkeit habe ich hier drin. Sie geht hier leichtfüßig ihren Weg. Sie fliegt hier über den Wald. Ja, also du lässt hier etwas hinter dir, etwas zurück. Ein Muster, vielleicht auch eine Beziehung, je nachdem. Okay, sehr schön. Ihr Lieben, intensive Energie. Und das ist sicherlich nicht von heute auf morgen vorbei, ne? Vielleicht hast du auch hin und wieder mal Rückfälle. Auch das ist möglich. Ich habe gesehen, wir hatten den Teufel hier hinten auf der Rückseite. Also das ist schon, da ging es schon oder geht es schon um eine Verstrickung. Ja, und es hatte seinen Grund, warum das vielleicht lange gedauert hat, bis du das hier überhaupt mal erkannt hast, ne? Und allein das ist schon eine große Leistung. Okay, ihr Lieben, zum Abschluss fragen wir noch, was der Mond hier für eine Botschaft hat, was ist jetzt zu tun, um diese Energien jetzt in den nächsten 2 Wochen, 6 Monaten optimal zu unterstützen. Und da habe ich hier das Weisheit des Hafis. Benutze ich in letzter Zeit auch häufiger, ne? Aber ich finde es ja auch wirklich schön. Was dürfen... Ja, wir reinigen sie nochmal. Ich habe sie schon gereinigt, aber es schadet auch nicht. Und wenn du jetzt noch dran bist, ne, wie immer, ist natürlich wirklich die Wahrscheinlichkeit hoch nach 22 Minuten, dass diese Botschaft für dich ist. Oh, guck mal. Und wir haben mehrere Botschaften. Okay. Dann such dir gerne eine aus oder guck sie dir alle an, vielleicht für bestimmte Lebensbereiche oder Beziehungen, ja, können das unterschiedliche Ratschläge sein. Okay, ich beginne mit dieser Karte hier. Und da kommt zu euch die Nummer 11, entspanne dich. Das hatten wir noch nicht auch schon mal. Wow, und nochmal, ne, Riesenmond hier, vielleicht auch eine Sonne, je nachdem. In den 2 Wochen jetzt, bitte entspanne dich, ne? Du hast hier einiges geleistet, auch diese, ne, Transition, diese Veränderung, diese, na, mein Gott, Transformation, das war das Wort, diese Transformation hat sicherlich Kraft gekostet. Also, ne, entspanne dich bitte, das hast du gut gemacht. So, dann haben wir die Nummer 38, befreie dich. Vielleicht für die Menschen, die hier noch am Gange sind, ja, bitte, befreie dich, du darfst dich jetzt befreien. Und witzigerweise, 3 plus 8 ergibt auch die 11, ne? Befreie dich und danach darfst du dich hier auch wieder mehr entspannen. Auch hier haben wir einen Vogel, einen Weißen, das ist zwar eine Taube, aber trotzdem, ne? Hier, bitte, flieg los mit deinem Schwert, befreie dich. Und dann habe ich hier noch für dich die Nummer 26, bewahre den Glauben, ne? Ja, schmeiß nicht alles über Bord, bewahre den Glauben auch an dich, auch an die Liebe vielleicht, ne? Aber es war hier nicht der richtige Mensch. Und auch hier habe ich wieder den Schmetterling. Da. Also wirklich, auch Synchronizitäten könnten für euch eine große Rolle spielen im Moment. Ihr seht das, bei euch ist wirklich sehr viel, ne? Hier die Blumen, der Mond, die weißen Vögel, Schmetterlinge. Es passt alles irgendwie zusammen. Und das ist vielleicht so ein Gefühl, das ihr jetzt auch habt. Alles kommt zusammen, alles fällt an seinen Platz, inklusive euch. Ihr Lieben, ich danke euch für eure Zeit, für eure Geduld. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Stapel, in der nächsten Karte oder zum nächsten Reading wiedersehen. Da wird es auch nochmal um Transformation gehen und ist vielleicht für die Menschen, die sich hier noch befinden, besonders interessant. Ne, ich dachte zur Osterzeit... zum Karfreitag, zu Ostern ist Transformation eigentlich immer ein Thema. Mache ich eigentlich auch jedes Jahr und so auch dieses Jahr. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr noch etwas in die Transformation schicken wollt, könnte das interessant für euch sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen würden. Bis dahin, bleibt entspannt, lasst es euch gut gehen. Ciao! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Eclipse- bzw. Karma-Reading. Und ja, warum Karma, warum karmisch? Ja, der Zeitpunkt ist im Moment einfach sehr karmisch, ne? Wir haben eine Mondfinsternis. Ich drehe heute auch an diesem Tag, egal wann du das Video schaust, ist diese Energie im Reading. Und da geht es oftmals um karmische Erkenntnisse und Umbrüche. Wir haben eine Mondfinsternis in der Waage. Wir haben am 8.4. eine Sonnenfinsternis im Widder. Ja, das ist die sogenannte Eclipse-Season, die Finsternissaison, der erste Teil dieses Jahr. Es geht später im Oktober noch weiter, September, Oktober, aber das hier ist sozusagen die Einleitung. Wir haben auch jedes Jahr zwei Eclipse-Zeiten, Seasons, wo Mond- und Sonnenfinsternisse vorkommen. Die stehen oft in Zusammenhang miteinander. Dieses Mal ist es noch zusätzlich so, dass wir einen südlichen Mondknoten in der Waage und einen nördlichen Mondknoten gesellschaftlich im Widder haben. Das heißt, unsere Bestimmung zeigt sich jetzt in dieser Zeit deutlicher. Wir spüren deutlicher, in welche Richtung wir gehen dürfen und was wir loslassen sollen oder was uns nicht mehr dienlich ist im südlichen Knoten. Okay, ihr Lieben, genug Theorie. Schauen wir, was hier für euch liegt. Ich beginne mit den Charmes. Ihr macht es auch spannend, ne? Es ist hier einiges verborgen. Also gut möglich, dass ihr lange Zeit etwas nicht gesehen habt, nicht sehen konntet, nicht sehen wolltet. Und das ist nicht als Angriff gemeint, ne? Manchmal ist es uns nicht möglich, etwas klar zu sehen. Vielleicht seid ihr auch Menschen, die andere nicht so schnell, sich nicht so schnell in die Karten gucken lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Ich beginne hier mal mit den offensichtlichen Charmes, und zwar habe ich hier einmal für euch eine Glocke. Das heißt, Kirchenglocken könnten hier eine Rolle spielen, aber auch alles, was natürlich mit Klang zu tun hat. Musik, vielleicht bist du da gerade besonders empfänglich oder generell empfänglich. Solltest du irgendetwas im musikalischen Bereich in der Pipeline haben, geplant haben, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu verwirklichen, sich diese Musik, sich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Vielleicht hast du gerade einen bestimmten Song im Ohr oder hörst den öfter, ne? Dann lass uns gerne einen Kommentar da. Sowas finde ich auch immer spannend. Ich bin auch immer sehr verbunden mit Musik. Und dir geht es hier vielleicht ähnlich mit der Glocke. Vielleicht bist du auch Musikerin oder Musiker. Okay, dann habe ich hier noch das Sakralchakra. Manche sehen es auch als Solarplexus-Chakra. Es ist so dazwischen, würde ich sagen, gelb-orange. Vielleicht sind das zwei Chakren, mit denen du jetzt meditieren möchtest. Das eine ist das Chakra, das mit Kreativität, Sexualität, Selbstausdruck in Verbindung steht. Das andere, da geht es um deine Ausstrahlung, um deine Wirkung in der Welt. Das könnten also Themen sein, mit denen du dich gerade beschäftigst. Zusätzlich habe ich hier Jungfrauzeichen, und zwar zweimal. Du könntest also im Sternzeichen Jungfrau geboren sein, oder der oder die Menschen, um die es hier geht. Ansonsten hätten wir mit der Jungfrau auch das 6. Haus. Vielleicht geht es hier um deinen Alltag, den du gerade veränderst, um Sorgfalt, um Gründlichkeit, auch Analyse. Die Jungfrau oder die Jungfrau wird oft nachgesagt, sie sei sehr perfektionistisch. Vielleicht ist das etwas, was du jetzt loslassen darfst. Und als jemand, der das auch kennt, aber manchmal auch dazu neigt, einfach loszulegen, ohne groß drüber nachzudenken, ne, bin ich, was die Jungfrau angeht, einerseits kann ich das nachvollziehen, auf der anderen Seite fürchte ich auch den Blick der Jungfrau auf das, was ich tue, weil ich dann denke, oh Gott. Natürlich, wenn man nach Fehlern sucht, findet man immer welche, ne? Und vielleicht bist du da sehr streng mit dir, vielleicht auch manchmal mit anderen. Und jetzt ist es an der Zeit, das zu erkennen und es vielleicht ein Stück weit loszulassen. So, dann habe ich hier noch die 4 für dich, sehr schön. Vielleicht bist du in Lebenszahl 4 oder jetzt im April geboren. Herzlichen Glückwunsch dementsprechend. Ansonsten haben wir hier Herrscherinnen bzw. Herrscherenergie. Das kommende Herrscherorakel könnte interessant für dich sein. Das wird Anfang April am 4.4. erscheinen. Wo der Herrscher hier persönlich auftaucht, dachte ich, erwähne ich das mal. Könnte interessant sein für die Zukunft. Vielleicht ist das etwas, was zukunftsweisend ist, ja. Da geht es auch um Struktur, ne? Auch um Autorität und wie wir die wahrnehmen und selbst verkörpern. Mit der 4 kann aber auch das 4. Haus gemeint sein. Und da wären wir im Zeichen Krebs. Und wir sind bei Familie, Herkunft, Heim, Nochmal, eventuell geht es ja auch um eine Umstrukturierung deines Heimes, deines Wohnortes. Vielleicht siehst du deine Familie, deine Herkunft mit anderen Augen etc. Zusätzlich habe ich hier noch zwei Buchstaben für dich, und zwar einmal ein R und ein H. Ja, H für Heim vielleicht, R für Rückkehr. Ich weiß nicht, vielleicht besuchst du jetzt in den Osterferien, falls du frei hast, Urlaub hast, deine Familie oder den Ort, aus dem du kommst. Okay, ihr Lieben. An dieser Stelle habe ich gefragt, welche Energien bringst du mit ins Reading? An dieser Stelle habe ich gefragt, was ist jetzt wichtig in dieser Zeit? Worum geht es eigentlich? Und hier habe ich gefragt, was kommt von außen dazu, ja, ohne dass du dafür etwas tun musst? Und als letztes werde ich fragen, was du tun kannst, um diesen Prozess, diese Energien hier bestmöglich zu unterstützen. Das mache ich jetzt aber gleich intuitiv, die letzte Position. Okay, wir starten mal hier. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir da? Wir haben den Pagen der Materie, den Pagen der Münzen, dann haben wir die Nummer 20, das Erwachen, das Hohe Gericht. Sehr interessant. Ich drehe die gleich um, ich lasse die Nummer für einen Moment, damit ich einen optischen Eindruck bekomme, hier liegen. Und dann habe ich noch, wow, nein. Wir haben den Herrscher nochmal für dich, ne? Interessant. Ja, auch wenn du eine Frau bist, der steckt halt in dir, ne? Und hier haben wir, ich finde es auch schön, dass wir hier eine Frau haben, die den Herrscher verkörpert, ne? Das geht nämlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Die Herrscherin kann von einem Mann repräsentiert werden. Schön. So, und das ist vielleicht der springende Punkt, ne? Okay, lass uns gucken. Wir haben die Materie. Damit übrigens auch nochmal alle Erdzeichen, ne? Nicht nur Jungfrau, sondern auch Stier und Steinbock. Mit dem Herrscher haben wir Widder-Energie. Ich glaube, dafür geht es. Es geht für euch in diese Richtung. Wirklich eure Macht in die Hand zu nehmen und anzuerkennen, dass ihr Gestalterinnen, Gestalter seid. Dass ihr Leute seid, die Führungspositionen übernehmen können und auch sollen. Gerade aufgrund eurer Fähigkeiten, vielleicht gerade weil ihr davor zurückschreckt, vor der Verantwortung, vor dem, was da mit drin steckt. Aber gerade das würde euch zu sehr guten Chefinnen, Chefs, Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleitern, CEOs, Selbstständigen machen, ja. Dass ihr euch da bewusst seid und es nicht einfach macht. Sehr, sehr gut. Okay. So, und ich würde sagen, das ist ein, also ihr habt hier schon einen ganz schönen Quantensprung. Vom Pagen der Münzen, das ist ein unerfahrener junger Mensch. Vielleicht habt ihr hier vor einigen Jahren irgendwie neu angefangen. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, ständig neu anzufangen, ne? Auf irgendeiner Ebene, vielleicht in einem Lebensbereich immer wieder anzufangen. Oder ihr habt bisher das Gefühl, ihr seid zwar vielleicht schon so erfahren wie eine Herrscherin, ein Herrscher, werdet aber immer bezahlt wie ein Page. Ja, auch das ist möglich, weil wir hier die Materie haben, die Münzen. Da geht es oftmals darum, dass wir, da geht es um kleines Geld oder um einen kleinen Anfang. Und vielleicht habt ihr hier klein angefangen, seid self-made in dem Sinne, ja. Habt ohne großartige Unterstützung es geschafft bis zum Herrscher, zur Herrscherin. Ich nehme hier immer beides, ja, Herrscher, Herrscherin, um alle mit einzubeziehen, um in diese Energie zu kommen. Stark, ihr Lieben, stark. So, ich drehe euch mal die Erwachenskarte hier um, ne? Also wenn euch das noch nicht klar ist, dass ihr nicht mehr der Page der Materie seid, dann hilft dieses Orakel hoffentlich dabei, euch das klar zu machen. Hier haben wir das Erwachen. Bitte wacht auf. Ich glaube, dass diese Eklipse dazu da ist, euch etwas zu erleuchten, ne? Wir sehen es auch hier. So, einerseits für mich von unten, tja, wo zeigt sie hin? Auf euren Brustkorb würde ich sagen, ich habe hier eine blaue Energie, ist für mich immer Hals, Kehlchakra, vielleicht geht es darum, mit der hier Musik, mit dem Thema Stimme. Auf der anderen Seite kriege ich hier aber auch Herzchakra für mich. Also wirklich, ihr möchtet euch etwas erhellt werden. Ich bin gespannt, vielleicht kommt hier auch etwas von außen, was euch dabei hilft, dieses Erwachen hier umzudrehen und wirklich euch bewusst zu machen. Und Erwachen heißt im Grunde nichts anderes als sich bewusst machen, unter anderem, wer man eigentlich geworden ist. Ne? Wer man früher mal war und wer man heute ist. Schaut euch das an. So, hier, da seid ihr auch noch blind sozusagen. Diese Blume lässt euch gar nicht richtig gut sehen. Und hier seid ihr aufgewacht, ihr habt die Augen offen. Und hier, da haben wir dann die Herrscherin, den Herrscher, der oder die, die Augen schon wieder schließen kann manchmal, weil man einfach sehr sicher steht und seinen Weg kennt, alles strukturiert ist und man sozusagen blind weiß, was zu tun ist. Ja, so, okay. So, vielleicht schaut sie hier auch nach unten, man kann es nicht ganz genau erkennen. So, darum geht es auf jeden Fall. Wunderbar, beziehungsweise das bringt ihr mit. So, worum geht es jetzt im Moment in den nächsten 2 Wochen? Was haben wir da? Oh, da haben wir den Wagen, der kam letztes Mal schon, ne? Der Wagen. Ja, hier soll es weitergehen. Die Reise geht weiter, noch viel weiter, als du glaubst. Aber er ist im Moment noch nicht flott. Die 3 der Münzen haben wir hier. Aha, aha. Und wir haben die Königin der Stäbe. So. Okay. Was kommt von außen dazu? Wofür musst du nichts tun? Da haben wir die Nummer 32, Resolve. Mit dem Wüsten Jasper. Oh ja, der ist sehr schön. Habe ich leider nicht. Und die Vesta kommt dazu. Ist, glaube ich, ein Asteroid. 1, 2, 3. So. Anzeichen kommt dann jetzt noch dazu. Der Krebs. Hier habe ich Steinbock-Energie. Mit der Königin der Stäbe habe ich alle Feuerzeichen. Löwe, Schütze und nochmal den Widder. Wobei der Herrscher für mich auch immer mit ein bisschen Stierenergie verbunden ist. Das Thema hatten wir neulich schon mal. Ja, also auch hier noch Stier mit drin. So, Resolve, auflösen, sich lösen. Und ich würde sagen, du bist gerade dabei hier, das ist interessant. Da diese Karte auf dem Kopf lag, würde ich sagen, spielen diese beiden hier so ein bisschen ineinander hinein. Auch wenn es von mir rational gar nicht so gedacht war, aber ich denke, das ist so. Es wird hier bald weitergehen, und zwar recht zügig. Ich habe auch auf der Rückseite, hier habe ich schon gedacht, okay, hier geht es um Tempo. Wir haben die 8 der Stäbe. Eine schnelle Luft- bzw. Feuerenergie, die durch die Luft fliegt. Ne? Auch hier ein Greifvogel, der schnell seine Beute holt. Das ist immer eine Energie von, ne? Es geht jetzt wirklich fix weiter. Und wir haben hier den Wagen, den du flott bekommst, wenn du dir hier etwas bewusst machst, ne? Mit dem Erwachen. Ich glaube, das ist der Antrieb, den der Wagen braucht. Und auch die Karte kam jetzt neulich in einem anderen Orakel vor. Und da lag sie auch noch auf dem Kopf. Wir haben hier den Honigdachs abgebildet, der sich das holt, was er möchte, worauf er Lust hat. Und vielleicht ging es darum, mit der Jungfrau hier, dass du dir, bevor es jetzt hier weitergeht, werden dir hier nochmal die Augen geöffnet, öffnest du nochmal deine Augen, dein Bewusstsein und schnallst etwas, siehst etwas und denkst, ah okay, eigentlich wollte ich das, aber wenn ich mal genauer drüber nachdenke oder irgendwie kommt dir etwas ins Bewusstsein und dir wird klar, ach so, eigentlich möchte ich aber jenes. Ja, das liegt vielleicht dahinter oder das ist vielleicht das eigentliche Ziel meiner Bedürfnisse oder so, ja, etwas war hier bisher verborgen und jetzt kannst du es sehen. Und darum hast du den Wagen bisher nicht flott bekommen. Wie gesagt, ähnliche Botschaft wie in dem Orakel davor mit dem Wagen hier, der noch nicht so ganz flott ist, passt aber sehr schön. Und durch diese Finsternis jetzt wird hier ein Schleier weggezogen. Und dir wird klar, dass hier dein Wagen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden darf. Du weißt endlich, was du willst, könnte man auch sagen. Okay, so, was haben wir hier noch? Wir haben die 3 der Münzen. Da geht es für mich auch immer um Initiation, Zusammenarbeit auch, aber auch, dass wir hier ja eine Prüfung ablegen. Vielleicht geht es hier für einige um Prüfungen beruflich, ja, dass du hier in irgendeiner Art und Weise einen Test machst, einen Einstufungstest, Einordnungstest, Abschlüsse machst. Auf allen Ebenen, klassisch Schule, Universität, Fortbildung, Weiterbildung, Seminare, was immer man machen kann, ja, um beruflich sozusagen durch ein Tor zu gehen, eine Prüfung abzulegen. In der klassischen Karte sieht man das etwas besser als hier. Man ist aber nachher auf jeden Fall stolzer Besitzer einer Urkunde, einer Medaille, eines Abschlusses, ne? So wie er hier stolz sein Geweih trägt mit den 3 Münzen. Nochmal, die auch für Kooperationen stehen, ne? Wir sehen hier unterschiedliche Tiere, die zusammenarbeiten. Auch das ist möglich. Vielleicht kooperierst du hier mit einer anderen Person, mit einer Königin der Stäbe. Vielleicht bist du aber auch die Königin der Stäbe, mit der du kooperieren darfst. Ja, ich weiß, das ist immer so eine Sache. Wir sind halt in allgemeinen Orakeln. Da können Personenkarten, wäre die jetzt hier aufgetaucht, wäre mir recht klar, dass du das bist. Hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Das könntest du sein, ja, die Königin der Stäbe, die sich jetzt hier in ihren Wagen setzt. Spricht auch mit der Herrscherin für mich absolut möglich, ja, dass du hier durch diesen Abschluss vielleicht auch das Selbstbewusstsein bekommst. Vom Pagen zum Herrscher, Königin der Stäbe, alles so Synonyme auch für eine bestimmte selbstbewusste Energie, dass du jetzt hier das Selbstbewusstsein bekommst, loszulegen, deinen Wagen flott zu machen, ja, dich selbstständig zu machen, dich zu bewerben auf bestimmte Berufe, die du vielleicht vorher dir nicht zugetraut hast. Das kann auch ohne zusätzliche Qualifikation erfolgen übrigens, ne, mit den 3 der Münzen. Vielleicht wird dir einfach klar, dass du wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt hast in den letzten Jahren und dass die sehr wertvoll ist für andere, dass andere sehr davon profitieren können, ne? Jetzt kommt auch gerade die Sonne so raus, könnte sehr gut sein. Ja, also dass hier gar nicht unbedingt eine extra Qualifikation im Außen stattfindet, sondern dass du dir darüber klar wirst, dass du hier einiges zu bieten hast durch deinen Werdegang einfach. Vielleicht hast du hier auch schon 1, 2, 3 Abschlüsse, Qualifikationen gesammelt in deinem Leben. Kann auch sehr gut sein. So, aber in jedem Fall geht es hier weiter, ne, mit dem Wagen. Es ist auch möglich für diejenigen, die hier schon einiges erreicht haben, kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Leiter auch noch höher gehen darf, ne? Also es geht hier noch weiter nach oben sozusagen und das darfst du jetzt erkennen. In den nächsten 2 Wochen mach dir klar, dass du viele Optionen hast, dass du einiges in petto hast. Die Königin der Stäbe ist übrigens eine sehr kreative Person, sehr feurig, impulsiv manchmal auch. Also nicht so rational und analytisch wie die Königin der Schwerter zum Beispiel, aber auch nicht so emotional wie die Königin der Kelche. Sie ist eher feurig unterwegs, impulsiv, kann aber trotzdem sehr mitfühlend sein. Inspiriert sich selbst und andere durch das, was sie tut. Ist furchtlos oftmals, tut Dinge, wagt sich in Gebiete vor, die andere vielleicht erstmal meiden würden. Aus emotionalen oder auch aus rationalen Gründen, da ist die Königin der Stäbe dabei. Auch typische Unternehmerin. So, oder Unternehmer. Um das besser einzuordnen. So, und für einige mag es sein, dass eine Kooperation mit so einem Menschen dich hier nach vorne bringt, ne? Allgemeines Orakel, ansonsten bist du das. Sehr schön. Ja, was kommt dazu? Das, hier wird sich etwas lösen, ne? Ein alter Krampf sozusagen. Für mich ist es wie ein Krampf. Es fühlt sich so an, als würde sich hier ein alter Krampf lösen. Wenn du magst, kannst du dir auch gerne einen Wüsten Jasper dazu nehmen, wenn du einen hast. Oder einen Stein, der vielleicht ewig ähnlich aussieht. Um das hier zu unterstützen. So. Ja, das Erwachen, ich finde das ja spannend, ne? Wir haben ja jetzt auch gerade die Osterzeit, auch da geht es ja durchaus darum, auch wenn es christlich okkupiert ist, christlich vereinnahmt wurde, geht es ja um ein Erwachen, um das Frühlingserwachen natürlich. Und damit erwacht auch der Mensch immer wieder zu einem neuen Bewusstsein, nämlich darüber, dass es wieder losgeht. Der Frühling ist wieder da, nach allem, was passiert ist. Im Winter glaubt man es kaum. Dass es irgendwann wieder grün wird, dass die Sonne wieder scheinen wird. Und doch ist es so, ne? Also ist es auch für uns jedes Jahr wieder ein Erwachen und das kann auch noch tiefer gehen. Natürlich, je bewusster wir uns darauf einlassen, auf diese Rhythmen, desto bewusster nehmen wir es wahr und desto mehr ist möglich. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und das tust du hier gerade. Sehr, sehr schön. Okay. Dann schauen wir mal, was du hier tun kannst, um das zu begünstigen. Ich habe hier das Gefühl bei euch, es ist gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber wir werden die Karten trotzdem mal befragen. Also dich einlassen auf diese Zeitqualität und dir bewusst machen nochmal, ne, wie weit du schon gekommen bist. Page, Herrscher. Page, Herrscherin oder Prinzessin, Herrscherin, wenn dir das mehr liegt. Wobei, ne, lass dich hier auch gerne auf diese männliche Energie ein. Das ist halt auch ein Teil von dir. Und das ist gut so. Wir brauchen beide Teile in uns, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Zumindest ist das meine Meinung. So, und hier fragen wir jetzt aus dem Hafis Weisheit, einen kleinen Moment. Hier haben wir es. Nach einer Abschlussbotschaft für euch, ihr Lieben, diese Eclipse-Saison. Welche Einstellung, was dürft ihr tun, was unterstützt, was unterstützt euch? Und da kommt die Nummer 18, Spiele. Ausrufezeichen. Spiele. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Also Leichtigkeit ist hier der Schlüssel tatsächlich, was man ja vielleicht nicht unbedingt glauben würde, ne? Aber wenn du in den nächsten 2 Wochen die Chance hast, hier wirklich mal ausgelassen zu sein, etwas zu machen, einfach nur aus Spaß, ohne dass es irgendetwas bewirken soll, ohne dass es einen Sinn hat, ohne dass es irgendwie, ja, sinnloses Handeln. Ich habe neulich auch einen Beitrag gehört im Radio, da ging es auch darum, dass dieses Sinnbefreite, etwas sinnbefreit tun, wichtig ist für uns, weil solche Momente, ne, etwas freisetzen können. Spiele in den nächsten 2 Wochen. Musik, ein Spiel, was auch immer, ja, du mit diesem Begriff in Verbindung bringst. Sehr, sehr schön. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zum Transformationsorakel wiedersehen. Jetzt am Freitag oder Samstag wird das kommen. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Ciao. Herzlich willkommen zu eurem Eclipse bzw. Karma-Reading. Warum karmisch? Ja, wir haben eine Mondfinsternis in der Waage, Vollmond in der Waage und eine Finsternis. Zusätzlich haben wir am 8.4. eine Sonnenfinsternis im Widder. Und naja, das an sich ist immer schon, diese Finsternissen zeichnen immer schon bestimmte Kreisläufe ab, die sich in unserem Leben bilden. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Oktober am 14. eine Sonnenfinsternis in der Waage. Wir werden jetzt im Oktober eine Sonnenfinsternis in der Waage haben. Das heißt, wir haben hier Zyklen abgebildet und ähnlich wie das Karma und karmische Themen sich zeigen sich bei uns auf der Erde auch immer Mond- und Sonnenfinsternisse. Zusätzlich haben wir aber durch die Waage-Widder-Achse, ja, durch den Vollmond in der Waage und die Sonnenfinsternis im Widder, auch nochmal einen Bezug zu unseren Mondknoten als Kollektiv, als Gesellschaft, denn die stehen im Moment in der Waage, südlich und nördlich, nördlicher Mondknoten gesellschaftlich im Widder. Das heißt, unsere Wege, unser Bewusstsein, unsere Berufung, die Richtung, in die wir jetzt gehen sollen, zeigt sich sehr, sehr deutlich in dieser Zeit. Und ja, ich hoffe, dieses Orakel kann dir ein bisschen den Weg erhellen. Das würde mich sehr freuen. Ihr seht auch schon, bei euch sind viele Karten rausgefallen. Die hier hat sich sogar ein bisschen versteckt. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Die lag so unter meinem Arm hier. Hier sind auch 3 Karten verdeckt. Ihr seid so ein bisschen geheimnisvoll hier, gebt noch nicht so viel Preis. Vielleicht ist hier auch wirklich etwas noch nicht zu erkennen für euch und möchte jetzt in den nächsten 2 Wochen insbesondere erkannt werden. Dieses Orakel gilt insbesondere für die kommenden 2 Wochen. Aber auch darüber hinaus, ja, vielleicht zeigen sich hier auch Themen, die letztes Jahr im Oktober bei der Sonnenfinsternis in der Waage schon aktuell waren und die vielleicht kommen hier Themen, die auch noch bis zum Oktober diesen Jahres aktuell sein werden, ne? Ich bin sehr gespannt. Okay, ihr Lieben, ich beginne mal hier mit den Charmes. Und zwar habe ich hier einmal die Zahl 80 für dich. Vielleicht bist du 80 Jahre alt, vielleicht eine Lebenszahl 8. Ansonsten könnten wir es hier auch mit dem 8. Haus zu tun haben. Würde ganz gut passen, weil ja auch noch 6 Karten umgedreht sind. Hier haben wir noch eine Karte, die wir noch nicht sehen können. Ja, also etwas Geheimnisvolles geht hier vor. Ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen. Skorpionenergie schwingt hier mit. Sehr interessant. Hier haben wir schon den Widder liegen. Also ich sage mal Skorpion, ich sage Widder als Sternzeichen. Und dann haben wir hier noch die Jungfrau. Hier haben wir den Steinbock mit den 4 der Münzen. Schon mal vorweg zu einordnen. Dann Einordnung für die, die es interessiert. Ne? Dann habe ich hier Anfangsbuchstaben für euch liegen von Personen, Orten, Berufsbezeichnungen etc. Ich habe hier ein E, ich habe hier ein G, ein S, ein D und ein W. Ich bin gespannt. Okay, wir gucken mal hier. Was liegt hier an der Position? Was bringst du mit rein? Und ich würde sagen, du bringst hier das Bewusstsein mit, dass du nicht an allem oder jedem festhalten musst. Sehr, sehr schön. Wir haben die 4 der Materie. Vielleicht war hier vorher eine Art von sich an etwas klammern, an jemanden klammern, an Sicherheiten klammern. Ein Thema, das du jetzt loslässt. Ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Was kommt noch dazu? Wir haben die 7 der Stäbe, wir haben die Sonne, und da kommt sie auch raus, die Sonne, wow, guck mal, wie die leuchtet. Das ist hier nix Filter, das ist, wow. Die Sonne. Und wir haben die Herrscherin, oh ja, das ist übrigens eine meiner liebsten Herrscherinnenkarten, die ist fantastisch. Finde ich, ja, sie hat hier das ganze Universum unter ihrem Mantel, wunderbar. Sie besteht einerseits daraus und auf der anderen Seite bringt sie es hervor. Und hier haben wir auch nochmal sozusagen die Sonne abgebildet. Auch hier, guck dir das mal an. Sehr schön, du ziehst hier einen Vorhang zurück. Siehst du das? Ne? Sie macht hier dieses wirklich mit einem Kraftakt, schiebt sie hier Dunkelheit zur Seite, damit man das Licht endlich sehen kann, die Sonne sehen kann. Das eigene volle Potenzial oder das Potenzial einer Situation vielleicht auch. Ne? Und dafür musste sie hier das hier loslassen, ne? Das schwere, schwarze. Vielleicht auch die Angst davor, was hinter diesem Vorhang liegen könnte, hinter dieser Schwelle. Stark, ihr Lieben. Und ich würde sagen, ne, die liegen beide auf dem Kopf. Das ist die Vergangenheit. Ne? Das war vielleicht sehr mühsam hier. Vielleicht hast du eine Therapie gemacht. Vielleicht musstest du hier wirklich hart arbeiten, um diese Dunkelheit hier zur Seite zu ziehen, diese Ungewissheit, diese Ausweglosigkeit, was immer das hier für dich bedeutet hat. Sehr schön, wow. Ja, und das hat sich gelohnt, ne? Stark, ihr Lieben. Ja, du hast hier oder bist dabei, ein ganzes Universum zu entdecken in dir selbst. Na, die Sonne hilft dir hier, das zu erleuchten. Sehr, sehr schön. Ich meine, Sonne, Löwe-Energie, wissen wir, die Herrscherin hat gar keine feste Zuordnung. Ne? Dum, 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 dum. Ich meine, im Allgemeinen wird sie mit Venus in Verbindung gebracht. Planet Venus, ja, Liebe, Geld, Partnerschaft. Mit der 7 der Stäbe haben wir wieder Löwe-Energie. Also vielleicht bist du Löwe. Oder diese Kraft erwacht jetzt hier in dir, ne? Zusammen mit der Sonne, dem Sonnenjahr. Vielleicht ist das auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast. Okay, so, das ist der Weg, den du schon gegangen bist. Stark, ihr Lieben. Und interessant auch, ne? Falls du dich zum zweiten Stapel hingezogen gefühlt hast, guck da gerne rein. Sehr ähnliche Energie hier. Auch diese Karte ist da schon gefallen. Ich wollte sie eben erst wieder reinstecken, aber auf der anderen Seite, ich mische schon sehr gründlich zwischendurch und ich räuchere meine Karten. Ja, damit, wenn ich die gleichen Decks benutze, ich sicherstellen kann, dass nicht immer dieselben Karten rausfallen, die schon rausgefallen sind, einfach weil man nicht gut gemischt hat. So, aber die ist halt relativ eindeutig hier drauf geplumpst und ich dachte, okay, dann behalte ich sie mal. Und die anderen Karten sind auch unterschiedlich, dementsprechend habe ich mich dazu entschieden oder habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Karte raus wollte. Und sie passt sehr gut zu dieser Karte, komme ich gleich drauf. Okay, um was geht es jetzt in den kommenden 2 Wochen? Ich bin sehr gespannt, worauf darfst du dich konzentrieren? Und da haben wir den Buben der Schwerter. Wir haben die Königin der Stäbe. Ja, nochmal, ne? 2. Stapel, solltest du. Dann guck da gerne. 4 der Schwerter. Okay. Okay. Worum geht es jetzt? Das finde ich interessant. Auch im 1. Stapel hatten wir Schwertenergie als worum geht es jetzt? Im 2. Stapel hatten wir die Königin der Stäbe. Bei euch ist es wieder, und das ist oft so im 3. Stapel, finde ich, kommt hier einiges zusammen. Bei euch verhält es sich vielleicht ein kleines bisschen anders. Finde ich spannend. Denn ich habe hier, wie gesagt, einerseits die Energie des 2. Stapels, auf der anderen Seite aber auch den 1. Stapel drin liegen und diese Karte liegt aufrecht. Das heißt, ich glaube, dass ihr jetzt in diesem Moment, in der nächsten Zeit, gut beraten seid, wenn ihr euch auf eure Logik verlasst. Impulsivität scheint mir jetzt hier im Moment nicht angebracht zu sein. Ja, haltet euch hier ein bisschen zurück und die Zeit jetzt gerade könnte impulsiv werden. Wir gehen auf den Widder, auf die Widder Sonnenfinsternis zu. Vielleicht geht dieses Orakel für euch auch darüber hinaus, ja, bis zum Ende des Jahres. Bitte guckt hier, dass hier die Feuerenergie, wir haben den Widder hier liegen, wir haben ja auch diese Skorpionenergie. Guckt hier bitte, dass ihr nicht unnötig mit eurem Stachel, mit eurem Stab um euch haut, sondern lasst hier auch hin und wieder mal die Logik mit reinfließen, mit dem Buben der Schwerter. Und es ist ein Bube, es ist kein König, ne? Also ihr dürft schon feurig sein und bleiben, da ist nichts gegen zu sagen. Aber hin und wieder müsst ihr auch euren Verstand erlauben, hier reinzukommen und eventuell bestimmte Entscheidungen mit zu treffen. Denn dieser Bube kann euch helfen, hier wirklich die benötigten Ruhepausen einzulegen, wo die Königin der Stäbe vielleicht weiter powern würde. So, hier haben wir den Igel, der sich zur Winterruhe hingelegt hat. Der weiß, wann es an der Zeit ist, sich einzukuscheln und sich auszuruhen, Pausen zu machen, seine Batterien wieder aufzufüllen. Ja, das können wir von dem Igel lernen und das könnt auch ihr hier lernen. Bitte hin und wieder eine Pause machen. Da, also auch kleine Pausen zwischendurch. Wir haben den Buben der Schwerter, ne? Und die 4 der Schwerter. Für mich ist das immer ein Zeichen, okay, du brauchst hier regelmäßige Pausen. Wir haben auch die Jungfrau nochmal, das könnte das 6. Haus sein. Da sind wir auf der Daily Base, also im Alltag, in der Routine. Und es könnte eine Aufgabe für dich sein, jetzt im Moment wirklich regelmäßig Pausen einzubauen für dich. Vielleicht bist du es nicht gewohnt, vielleicht bist du in einer Phase jetzt oder in einem Lebensalter, wo du mehr Pausen brauchst. Zwischendurch, um leistungsfähig zu sein. Und dann gönn dir diese Pausen bitte auch. Das scheint lapidar, ist es aber nicht. Damit du hier weiterhin in dieser Energie sein kannst oder bleiben kannst, ne? Und dich auch wirklich frisch und vital fühlst mit der Sonne. Vielleicht haben auch einige hier Anzeichen von Frühjahrsmüdigkeit. Das kann auch sein, ne? Dass die dich jetzt gerade so ein bisschen bekommt. Mach dir deswegen aber keine Sorgen, ne? Alles gut. Du hast hier, glaube ich, so kommt es mir vor, die Hauptarbeit schon erledigt. Jetzt geht es eher darum, diese Energie zu halten, ne? Die Herrscherinnen-Energie, indem man halt, ja, natürlich leidenschaftlich ist. Und wir haben die Königin der Stäbe hier, nicht jeder muss leidenschaftlich sein, aber ihr seid es offenbar. Dürft ihr auch. Ne, aber hin und wieder eine Pause machen, vielleicht auch einen Tagesablauf schreiben, in dem ihr Pausen einbaut. So, was kommt denn von außen dazu? Und da kommt ein Bewusstseinssprung. Wir haben den Narren hier liegen. Und der war bisher nicht möglich. Keine Ahnung, warum nicht. Vielleicht, weil du ein sehr hier mit der Herrscherin und mit der Erde hier bisher entweder eine sehr enge Perspektive hattest auf etwas, auf dich, auf die Welt. Ja, irgendwie warst du vielleicht ein bisschen unflexibel, was dein Weltbild anging und auch dein Selbstbild. Und das heißt nicht, dass du dumm warst oder dass du in irgendeiner Art und Weise was falsch gemacht hättest. Im Gegenteil, diese Energie, die wir der Materie brauchen wir manchmal, wenn wir unsicher sind. Wenn wir uns über die Welt unsicher sind, über uns selbst, unsere Fähigkeiten, dann neigen wir dazu, uns ein bisschen zu klammern, weil das, woran wir uns klammern, halt sicher ist. Ob das eine Weltanschauung ist, ein Ideal, ein Mensch, eine Umgebung, ein Job, was immer das sein mag, es gibt uns halt die Sicherheit, die wir brauchen. Aber du hast hier einen Punkt erreicht in der Vergangenheit schon, wo du das nicht mehr gebraucht hast. Du konntest hier rausgehen, aus der Enge, ne? Dich aus der Enge befreien. Das ist auch irgendwie ein Teil von einem Song, aber ich komme jetzt nicht drauf. So, ne, hier, Sonne. Okay, Bewusstseinssprung mit dem Narren, große Arkana-Karte. Und warum sage ich Bewusstsein oder bin mir da so sicher? Weil wir hier die Karte Nummer 2 haben, Lapis Lazuli, Third Eye Chakra, das dritte Auge mit dem Bewusstsein. Sehr, sehr schön. Falls du einen Lapis Lazuli hast, darfst du den gerne benutzen. Ansonsten kannst du dir zum Beispiel auch diese Karte, jetzt scheint die Sonne leider nicht so schön, abfotografieren, oder einen Stein nehmen, der für dich mit dem dritten Auge zusammenhängt. Zum Beispiel auch der Amethyst. Ja, den könntest du auch benutzen. Bewusstsein wird hier angehoben. Auch nochmal zweiter Stapel. Stark. So, und wohin geht es hier mit dem Bewusstsein? Jetzt bin ich gespannt, da kam auch noch eine zweite Karte raus. Und ihr macht das spannend, ne? Wie gesagt, Skorpion, 8. Haus. Alignment. Stark. Die Nummer 29 oder auch die 11 haben wir hier als Nummer. Oh Gott, dann haben wir hier den, das kann ich nicht aussprechen. Herkimer Diamanten, Herkimer Diamond. Und hier haben wir das Erdstern-Chakra, mit dem du gerne arbeiten darfst. Das ist unter deinen Füßen, ja, sozusagen schon in der Erde. Gibt es auch nach oben, aber hier ist quasi das untere, das dich verwurzelt. Vielleicht, um hier auch die Bodenhaftung nicht zu verlieren, weil das sind schon sehr spirituelle Energien hier, ne? Mit dem Narren und dem Bewusstsein. Und das Bewusstsein kann auch eine Erkenntnis sein, ein Geistesblitz, ein Aha-Moment. So, und das Alignment, da kommen Dinge zusammen. Ähnlich, die Energien kommen jetzt zusammen und ergeben Sinn. Auch Synchronizitäten sind damit gemeint. Dinge fallen an ihren Platz, Ereignisse ergeben Sinn, dein Lebensweg vielleicht auch, warum manche Dinge länger gedauert haben, etc. Ah, sehr schön. Ja, deine Energien und die Energien um dich herum gleichen sich jetzt an. Sehr, sehr schön, ihr Lieben. Okay, ja, wichtig ist ja auf jeden Fall, ne, um diese Bewusstseinserweiterung zu bekommen, ja, mein Gott, und das ist auch hier wirklich eine Karte, die davon spricht, dass das absolut möglich ist, brauchst du hin und wieder Ruhe. Wenn du die ganze Zeit nur machst, powerst, dich bewegst, in Aktion bist, dann kann das hier nicht durchkommen. Du brauchst auch mal einen Moment Ruhe, ja, gönn dir den bitte. Ganz, ganz wichtig. Wir fragen auch mal direkt hier, wie kannst du diesen Prozess sonst noch unterstützen? Ihr Lieben, wie kannst du diesen Prozess unterstützen? Und ich frage die Karten Weisheit des Hafis, falls es euch interessiert. Wie können die Menschen hier in diesem Stapel diese Energie unterstützen? Was können sie tun? Denn ich glaube, ihr seid Menschen, die gerne was tun. Und die Message, dass, ne, hier teilweise jetzt auch Ruhe angesagt ist, euch vielleicht gar nicht so gut gefällt. So, und da kommt zu euch als abschließende Botschaft die Nummer 9. Nutze deine Kraft. Ja. Mit der Herrscherin und der Sonne hast du hier auf jeden Fall ordentlich Kraft. Und die darfst du auch benutzen. Ja, also es war jetzt hier, ich wollte dir dem Tiger nicht die Zähne ziehen. War nicht meine Absicht. Auch interessant, ne? Tiger-Löwe-Energie nochmal. Sehr viel Feuer hier, sehr viel Tatkraft. Vielleicht auch sehr viel Vorstellungskraft. Gönnt eurem Kopf und auch eurem Körper hier hin und wieder eine Pause. Nutze deine Kraft, gehe aber auch immer mal wieder in die Ruhe. Und entspann dich. Vielleicht auch mit Sauna, mit Schwimmen, Sport auspowern, um dann wirklich in die Ruhe zu kommen. Es könnte sein, dass das hier ein Thema ist, dass euch das manchmal schwerfällt, auch gedanklich zur Ruhe zu kommen. Ihr Lieben. Wow. Also nochmal auch hier, ne? Herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier angekommen seid. Das war sicherlich nicht einfach. Die eigenen Grundsätze hier, die eigenen Ansichten so zu hinterfragen, das bringt eine gewisse Erleuchtung und Weisheit mit sich und das freut mich sehr, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ruht euch auch wirklich mal aus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zum Orakel der Transformation wiedersehen würden. Jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag wird es veröffentlicht werden. Ja, falls du noch etwas hast, was hier transformiert werden soll, darf, kannst du dich gerne schon mal darauf vorbereiten. Und ich bin sehr gespannt, was ich zeigen wird. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao!